Ein Problem ist, dass angeblich immer mehr Schüler unter sogenannten Aufmerksamkeitsstörungen leiden. In nur 5 Jahren stieg die Zahl der ADHS-Diagnosen jedenfalls um 49%. Eine Inflation, die Kindern eine normale Schullaufbahn oft versperrt. Einige landen deshalb hier, auf Gut Bödecken. Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr schon alle wach? Ja. 20 Kinder leben derzeit in Deutschlands erstem privaten Grundschulinternat. Weil sie dem Schulstress in ihren alten Klassen nicht mehr gewachsen waren, wohnen und lernen sie jetzt in kleinen Gruppen. Eine pädagogische Idylle, irgendwo zwischen Bullabü und Therapiecamp. Heute Nachmittag findet ja die Reiter-AG statt und die Frage ist, wer daran teilnimmt. Philipp, du willst daran teilnehmen, ja? Lukas, du hattest gesagt, dass du mit reiten gehen wirst heute. Und Vincent mag auch. Ja. Wir sind davon überzeugt, dass Struktur ein gutes Medium ist, um den Tagesablauf sicher zu gestalten für Kinder, die transparent haben, was der Tag so bringen wird. Sie können sich gut darauf vorbereiten, was passiert. Und das bietet sehr viel Sicherheit. Somit gehen wir eigentlich jeden Tag zu bestimmten Zeiten immer wieder die Dinge durch, wie sie am Tag vorgesehen sind. Auf 9 Schüler kommen hier 4 Pädagogen. Ein Personalschlüssel, der auch dazu dient, die fehlende Familie zu ersetzen, damit die Grundschulkinder nicht allein zu Hause sind. Ist das für euch hier wegen zu Hause? Wie ist das? Ja, wie so eine zweite Wohnung. Wenn man möchte, kriegt man schnell Freunde. Im Internat hier gab es noch keinen Streit, wo man sich nicht wieder vertragen hat. Die Grundschule liegt gleich nebenan und ist als staatliche Ersatzschule anerkannt. Wie im Rest der Republik beginnt auch hier der Unterricht um 8. Allerdings mit einer überschaubaren Schülerzahl. Was ist denn das? Es ist ein Zauberwort. Jannik, schreib mal den Wetterhahn an. Schreiben war bisher nicht so Janniks Ding. Zu viele Stolperfallen. Hier wird ihm geholfen. Und jetzt guck mal, ob du Unterstützung bekommst. Bei Wetterhahn müssen 2 T's. Gut. Und vielleicht noch eine Idee? Ja. So, super. Und jetzt? H-A-H-N. Ja, hervorragend. Das ist besser. So ist es besser. Genau, das ist besser. Die meisten der Kinder leiden unter Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS oder anderen Lernstörungen. Dumm ist hier keiner, nur eben nicht passend für die Norm. Ja. Da kann ich mehr, also Hilfe bekommen. Wobei? Bei Lernen, bei Mathe zum Beispiel oder so. Aber ich kann die Konzentration überhaupt dazu lernen. Oh, Jonas, bitte. Ich weiß, wie willst du. Das gefällt mir halt, dass es hier halt ruhig ist, dass hier deswegen Kinder sind. Ja, und in der alten Schule konnte ich nicht arbeiten, weil die Kinder da so zu laut sind. Wenn ich weiß, es kann sich ein Kind nicht 90 Minuten konzentrieren, nicht mal eine halbe Stunde, dann darf der zwischendurch rausgehen oder ich setze mich eine Weile mit dazu oder ja, also es hängt sehr davon ab, welche Bedürfnisse das Kind mit sich bringt, wie ich darauf eingehen kann. Ich kann jetzt nicht so pauschal sagen, ich mache das so oder so. Ich entscheide das im Einzelfall an jedem Tag auch mal anders und damit lernen die prima umzugehen. Und wenn alle wieder mal das Bedürfnis haben, Lernen gegen Toben zu tauschen, dann geht es in die Turnhalle. Ein Trick, um die verhaltensauffälligen Kinder bei Laune zu halten. Bei Alessio funktioniert das heute aber nicht. Alessio, das ist gegen die Spielregel. Nein, hast du nicht. Ich wollte ihn so geben, ne? Dann ist der mir so dort gerutscht. Erziehung ist auf Gut Bödecken eben mehr als nur unterrichten. Natürlich fällt es unseren Schülern häufig noch viel schwieriger, Frustrationen auszuhalten, zu ertragen und das Gefühl auszuhalten, etwas nicht super gemacht oder ganz toll hinbekommen zu haben. Sie haben schnell das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder worden zu sein. Und dementsprechend muss man an der Stelle ein bisschen die Persönlichkeit stärken, damit sie genau diese Frustrationstoleranz erhöhen können. Die Vorgeschichten der meisten Kinder ähneln sich. Anpassungsprobleme, Lernfrust, Schulwechsel. Und am Ende null Bock auf gar nichts. Das ist das allererste Ziel, wenn sie zu uns kommen, erst einmal wieder Spaß an Schule zu vermitteln. Dass sie gerne zur Schule gehen und ihnen zu zeigen, Schule kann Spaß machen, das kann toll sein. Weil da haben häufig Kinder mit 8 Jahren schon so viel schlechte Erfahrungen gesammelt, dass sie sagen, Schule, oh Gott, bleib mir weg. Und das bei einem Zweitklässler.
Nach dem Unterricht werden Hausaufgaben gemacht. Nicht mit den Eltern, sondern zwangsläufig mit den Betreuern. Die Familien sind weit weg. Der Preis für eine erfolgreiche Schulzeit. Den Kleinen ist er manchmal zu hoch. Wo ich das erste Mal hier war, hatte ich ein bisschen Heimweh. Aber wo ich dann schon länger hier war, ein halbes Jahr, ging's. Da habe ich sogar manchmal überhaupt gar nicht mehr an meine Eltern gesagt, weil es hier so viel Spaß gemacht hat. Ich hatte nur am Anfang ganz bisschen Heimweh und Elias hat in der Nacht ganz doll Heimweh. Das ist schon traurig, wenn man von zu Hause weg ist. Aber 2 Wochen sind wir schon wieder zu Hause. Alle 2 Tage darf Alessio mit seiner Mutter telefonieren. Wie geht es dir? Auch. Ich liebe dich. Mama, ich muss leider Schluss machen. Auch tschüss. Was ist das für ein Land, das seinen Nachwuchs, wenn er schwierig wird, in mittelalterliche Klöster einquartiert? Aussortieren ist für die Zukunft jedenfalls keine Lösung. Unsere Kinder fallen vielfach durchs Raster des Schulsystems. Wer nicht 1:1 Schritt halten kann mit den Normen, die die Gesellschaft vorgibt, der fällt durch. Und das ist bitter traurig, weil jedes Kind verdient hat, beschult zu werden nach den Möglichkeiten, die es mit sich bringt. Das ist schade, weil ihnen manchmal Chancen genommen werden dadurch.